So Leute, ja, hier willkommen zu einer kleinen, ich sag mal, Nachtaufnahme. Denn ich konnte gerade irgendwie nicht einschlafen und es ist gerade Punkt 6 Uhr morgens, wie ich gerade sehe, und ich habe mir gedacht, ich brauche ein neues LP. Weil mir gehen jetzt langsam die Folgen aus und ich muss jetzt noch irgendwas aufnehmen. Und da habe ich mir gedacht, ja, schaust du mal, was noch so rumliegt. Und dann habe ich hier, ja, Plants vs. Zombies hier mal rumliegen sehen und habe mir gedacht, kann man eigentlich auch ein LP von machen? Ich habe mir das jetzt hier auch mal auf meinem PC nochmal installiert, weil ich hatte es bisher nur auf meinem Laptop drauf. Das heißt, das Profil, das ich hier erstellt habe, das ist ein ganz neues. Und ohne weitere Umschweife, ich würde mal sagen, wir fangen direkt an. Ich habe zwar noch gar nicht gesagt, wobei doch, habe ich gesagt, ja, vergesst es, es ist 6 Uhr morgens, ich bin nicht mehr ganz bei der Sache, aber mal schauen. PopCap Games präsentiert. Pflanzen gegen Zombies. Ein meiner Meinung nach sehr, sehr schönes Spiel. Mit einer Zombie-Apokalypse der anderen Art. Wir kriegen hier jetzt sowieso erstmal ein kleines Tutorial, wie wir Pflanzen pflanzen. Das ist alles ganz schön. Dann müssen wir dazu noch die Sonnen aufsammeln, damit wir wieder weitere Pflanzen einpflanzen können. Wir sehen hier schon, die Apfelkanone, die kostet genau 100 Sonnen. Konnten wir jetzt 2 von pflanzen, weil ich 150 Sonnen für den Start hier schon mal hatte. Und je mehr Sonnen wir aufsammeln, desto mehr Pflanzen können wir für unsere Abwehr, für unseren Garten anpflanzen. Eigentlich relativ simpel. Jetzt haben wir wieder 100 Sonnen, also eine dritte Erbsenkanone. Und da kommt schon die letzte Welle. Wenn man das überhaupt eine Welle nennen kann, da ist ja nicht mal ein Flaggenzombie dabei. Sind nämlich nur die gewöhnlichen Wald- und Wiesenzombies. Und weil wir jetzt den letzten vernichtet haben, kriegen wir auch eine weitere Pflanze, die Sonnenblume. Die gibt nämlich eine extra Sonne. Wobei die Beschreibung meiner Meinung nach ein bisschen squishy ist. Und da sehen wir schon, da kommen wesentlich mehr Zombies und wir haben jetzt ganz neu 3 Reihen zu verteidigen. Wow. Und zum Glück haben wir da hinten ein paar Rasenmäher. Weil sollten die Zombies mal durchkommen, werden die Rasenmäher aktiv und sie werden sofort die ganze Reihe von Zombies überfahren. Sonnenblumen sollte man übrigens immer ein paar dabei haben, also es ist so eine kleine Pflichtpflanze eigentlich. Je mehr Sonnenblumen man hat, desto mehr Sonnen bekommt man und ja, je mehr Sonnen man hat, desto leichter kann man eine Verteidigung auf dem Rasen aufbauen. Und jetzt kommt der erste Zombie in der Mitte, also kommt auch die erste Erbsenkanone in die Mitte. Ganz easy. Eine Erbsenkanone reicht ja vor allem schon, um einen Zombie komplett aufzuhalten. Das ist ja alles kein Problem. Die Erbsenkanone pflanze ich mal da unten hin, damit alle 3 Reihen schon mal verteidigt sind. Theoretisch habe ich dieses Level jetzt eigentlich schon gewonnen, denn mehr als ein paar gewöhnliche Wald- und Wiesenzombies kommen hier nämlich nicht mehr. Sieht man nämlich immer schon im Voraus, was in diesem Level alles kommt. Ich werde trotzdem ein paar weitere Pflanzen hinpflanzen, damit das Ganze ein bisschen schneller geht mit der Zombie-Vernichtung. Ein paar Pflanzen kann man ja nie genug von haben. So, eine Sonne noch, dann kriegen wir eine weitere Erbsenkanone. So, da kommt schon die letzte Welle und da sehen wir schon einen neuen Zombie, der Flaggenzombie. Der kommt immer an der Spitze einer größeren Zombie-Welle und das, eigentlich kann er nichts anderes, was der gewöhnliche Wald- und Wiesen-Zombie nicht auch könnte. Er hält genauso viel aus. Und ist auch genauso schnell. Also keine große Bedrohung. Und da kriegen wir doch wieder eine schöne Pflanze. Wollen wir doch mal schauen, was das wieder ist.
Kostet auf jeden Fall ziemlich viel. Die Kirschbombe sprengt alle Zombies in einem Bereich. Ja, das ist eine wunderschöne Pflanze. Und da haben wir auch das erste Mal ein paar Pylonen-Zombies dabei, wie wir schon gesehen haben. Pylonen-Zombies zeichnen sich dadurch aus, dass sie eigentlich nur doppelt so viel aushalten wie ein gewöhnlicher Wald- und Wiesen-Zombie. Erstmal wieder ein paar Sonnenblumen pflanzen. Wir wollen ja schnell unsere Sonnen haben. Die dritte Sonnenblume muss noch sein. Jetzt brauchen wir nur noch 4 Sonnen und dann gibt's die erste Erbsenkanone. Und fertig. Für die ersten Level brauche ich nur 3 Sonnenblumen. Normalerweise benutze ich immer so 10 bis 12. Aber ja, ist momentan ein bisschen oversized, wenn ich jetzt mit 12 Sonnenblumen daherkommen würde. Ich meine, für dieses Level hier reichen die 3 ja noch locker. Nur mal so zur Info, das ist natürlich kein Blind Let's Play. Ich habe das auf meinem Laptop schon mehrere Male durchgespielt. Ich kenne mich in diesem Spiel also schon einigermaßen aus. Und jetzt können wir den Zombies immer schön dabei zusehen, wie sie von den Erbsenkanonen auseinandergenommen werden. Da kommt ein Pylon-Zombie, da stelle ich besser mal eine zweite Erbsenkanone dazu, damit der schneller kaputt geht. Weil ein Pylon-Zombie, bei dem muss man immer erst die Pylone kaputt schießen, bevor der richtig Schaden nimmt. In der Mitte kommt auch einer, sollten wir uns da auch besser absichern. Sobald die Pylone kaputt ist, kriegt der Zombie ganz normal Schaden. Sobald die Pylone kaputt ist, ist er ja nicht genauso wie ein ganz normaler Wald- und Wiesen-Zombie. Hier unten haben wir übrigens eine Fortschrittsanzeige. Also, da sehen wir übrigens immer auch, wie viele Wellen es in einem Level gibt. Es gibt auch Level, da gibt es mehr als eine Welle. Es können bis zu 4 Wellen, glaube ich, in einem Level sein. Ich glaube, jetzt wird es dann gleich Zeit, euch diese Kirschbombe da mal ein bisschen vorzuführen. Die mache ich nämlich gleich mal bei der Welle rein. Weil da kann man nämlich ziemlich eindrucksvoll sehen, was das Teil überhaupt alles kann. So, da kommen wieder ein paar Zombies. So, jetzt sind genug da. Da macht es einmal Kavum. Und alle Zombies zerfallen zu Asche. Man könnte meinen, das ist jetzt leicht übertrieben, aber es kostet schließlich 150 Sonnen und es dauert ziemlich lang, bis sie wieder auflädt. Und wir haben jetzt die Walnuss bekommen. Das ist so eine Art Blockerpflanze. Die hält halt ein bisschen was aus. Hat man bis jetzt noch nicht gesehen, aber die Pflanzen gehen normalerweise ziemlich schnell kaputt, sobald die Zombies drankommen. Die Walnuss hingegen, die hält ein bisschen was aus. Und jetzt müssen wir auch 5 Reihen verteidigen, weswegen ich jetzt auch anfange, 5 Sonnenblumen zu pflanzen. Eine Sonnenblume muss noch sein. 3 gehen immer. So, dann haben wir jetzt auch schon unsere erste Erbsenkanone, die den ersten Zombie in der Zwischenzeit schon mal bearbeiten kann. Und dann können wir in aller Ruhe weiter ein paar Sonnenblumen pflanzen. So, mehr Sonnenblumen brauche ich für dieses Level jetzt auch erstmal nicht. Erbsenkanonen erledigen den Job hier schon relativ gut. Immer schön fleißig Sonnen aufsammeln, man weiß nie, wozu man sie mal braucht. Da kommt zum Beispiel ein
Klonen-Zombie, da setze ich doch gleich auch mal eine Walnuss davor. Um den noch ein bisschen zu stoppen. Und wie man sieht, die Walnuss hält natürlich einiges aus. Der macht es nicht so viel aus, wenn der Zombie da eine Zeit lang drauf rumkaut. Eine normale Pflanze wäre dabei jetzt schon längst kaputt. Ansonsten geht aber gerade alles gut. Einfach noch ein bisschen mehr Erbsenkanonen, dann geht alles. Wenn man die Sonnen dafür hat, warum nicht ausgeben? Der Wall aus Walnüssen seine Gestalt an. Wenn man lustig ist, kann man den auch bis da oben durchziehen. Sofern man genug Zeit im Level hat. Walnüsse brauchen auch eine Zeit lang, bis sie sich wieder aufladen. Damit man die halt nicht spammen kann. Dafür sind sie aber relativ kostengünstig. Eine Kirschbombe wieder rein. Da oben haue ich mir noch eine dritte Erbsenkanone hin, damit das da oben noch ein bisschen schneller geht. Und dann haben wir diese Welle natürlich auch schon wieder fertig. Und wir kriegen die Schaufel. Das bedeutet, jetzt geht's zum Bowlen. Damit kannst du Pflanzen ausgraben, um Platz zu schaffen. Ja, immer nützlich, wenn man mal die Pflanzen nicht mehr braucht. Hallo Nachbar, ich bin Deppy Dave. Aber nenn mich ruhig Deppy Dave. Hör mal, ich habe eine Überraschung für dich. Aber zuerst musst du deinen Rasen aufräumen. Benutze die Schaufel und grab die Pflanzen da aus. Möge das Buddeln beginnen! Ja. So benutzt man eine Schaufel. So, Leute, jetzt kommt die Überraschung. Wir gehen bowlen. Hier, nimm diese Walnuss. Warum ich dir eine Walnuss gebe? Weil ich deppert bin! Und jetzt los, bowle wie der Teufel! Ich mag den Kerl. So, jetzt geht's zum Bowlen. So, ich lasse die Zombies aber jetzt erstmal ein bisschen kommen. Bevor ich da meine Walnüsse da drauf werfe. Das Nussbowling geht sowieso hier in dieser Version relativ einfach. Wir haben hier eine Auswahl an Pflanzen, nämlich Walnüsse und Sprengnüsse. Wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Ich nehme eine Walnuss und bowlt. Wenn man da unterwegs noch ein paar andere Zombies erwischt, umso besser. Für die Pylon-Zombies benötigt man natürlich zwei Schüsse. Die Sprengnüsse fungieren ähnlich wie eine Kirschbombe. Dort, wo sie einschlägt, explodiert sie in einem Radius, der einer Kirschbombe entspricht. So, warten, bis die da hinten wieder kommen. Ja, zumindest eine noch mit erwischt. So, und jetzt sollte ich dann langsam anfangen, meine ganzen Walnüsse loszuwerden. Ja, spätestens jetzt. Immer schön mit den Nüssen rein. Und da noch eine. Solange die da hinten stehen, kann man eigentlich fast nichts falsch machen. Es
sei denn, man trifft natürlich in die einzige Lücke, die sie einem lassen. Oder so präzise durch zwei durch, dass man es fast Skill nennen könnte. So, ich glaube, ihr wollt schon mal eine Sprengnuss sehen, oder? Das ist eine Sprengnuss. Relativ simpel. Benutze ich normalerweise auch eher als Joker, um mal irgendwas zu retten, was sonst nicht zu retten ist. Oder einfach mal, um eine größere Masse an Zombies wegzusprengen, wie das da. Solange ich noch genug Walnüsse habe, ist alles kein Problem. Muss nur damit richtig treffen können. Eine riesige Welle von Zombies nähert sich und es ist auch schon die letzte Welle. Nachdem es die letzte Welle ist, sprengen wir sie einfach in die Luft.